hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hallo. Wir haben heute was Besonderes, Kai. Wir sitzen heute nicht zu zweit hier. Nee, sondern zu dritt. Wir haben einen Gast dabei heute. Ganz genau. Das ist die liebe Leonie. Ja, hallo. Leonie kann sich auch gleich mal kurz vorstellen. Aber vorher wollen wir euch natürlich erstmal sagen, um welches Thema es heute gehen soll und warum wir die Leonie heute zum Interview bei uns haben. Unser Thema ist heute nicht ganz so freudig, aber für manche eine neue Chance. Wir sprechen nämlich über Ausbildungsabbruch bzw. Studienabbruch. Genau. Und warum machen wir das gerade jetzt, zu der Zeit? Na, weil die Ausbildungen haben gerade erst begonnen und trotz ausreichender Berufswahl und ganz viel Berufsorientierung brechen auch einige Ausbildungsbeginnende ihre Ausbildung relativ fix wieder ab. Ja, ganz genau. Wir haben mal versucht, ein paar Zahlen rauszufinden. Da gibt es natürlich unmöglich viele verschiedene Statistiken dazu. Aber so ungefähr 20% von allen Azubis, die brechen ihre Ausbildung leider wieder ab. Und beim Studium ist sogar noch höher. Genau. Da gibt es Statistiken, die sagen, es sind mindestens 30 oder sogar auch in Richtung 35%. Die sagen, Mist, das war nicht das falsch. Richtige. Und dem versuchen wir ein bisschen entgegenzuwirken. Genau. Und deshalb machen wir auch die Podcast-Folge, um euch vielleicht ein bisschen zu zeigen, was geht alles, beziehungsweise was geht so in einem Azubi vor sich, der bei einem Ausbildungsabbruch oder einem Ausbildungsabbruch hinter sich hat. Ganz genau. Und bevor wir jetzt starten, würden wir sagen, Leonie, magst du dich vielleicht unseren Hörern erst einmal kurz vorstellen, wer du bist und so, ja, ein paar Hintergrundinfos zu dir. Ja, sehr gerne. Ich heiße Leonie, ich bin 20 Jahre alt, ich habe mein Abitur 2019 gemacht, das war ein Wirtschaftsabitur. Und ja, dann habe ich ein bisschen Leerlauf sozusagen gehabt und habe dann im März 2020 mein Studium begonnen. Das war im Bereich Gesundheitsmanagement. Es war ein duales Fernstudium, also ist ein bisschen ein eigenes Konzept, kennt vielleicht auch nicht jeder. Jedenfalls habe ich da auch nebenbei noch gearbeitet, fast Vollzeit, also 35 Stunden die Woche. Genau, so viel zu mir. Das habe ich dann leider aber Ende August abgebrochen. Und darum sollte es auch heute gehen in dem Podcast. Ja, das ist wohl wahr. Richtig. Und da werden wir dir heute einige Fragen zustellen. Ich denke aber ganz grundsätzlich kann man auch mal sagen, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium abbrechen. Auf jeden Fall. Heute können wir eine kleine Facette davon zeigen. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere. Aber wir freuen uns erstmal, dass die Leonie heute hier ist, um uns ihre Beweggründe beizubringen bzw. vorzutragen. Ganz genau. Und deswegen gleich unsere erste Frage, Leonie. Wie kam es dazu, dass du dein Studium abgebrochen hast? Was waren so deine Gründe dafür? Ja, also zuallererst mal, es war auf jeden Fall sehr interessant. Und die Thematik, die ich da gelernt habe, also es waren verschiedene Fächer auch, so wie man es kennt bei einem normalen Studium, haben mir viel Spaß gemacht und war auch echt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Allerdings habe ich das Pensum ein wenig unterschätzt mit dem Arbeiten und nebenher Studieren. So ist es ja ganz normal bei dualen Studiengängen, dass man nebenbei arbeitet. Und ich habe das einfach unterschätzt, weil man muss sich halt immer entweder auf das eine oder auf das andere konzentrieren. Und wenn man von der Arbeit kommt, dann noch zu lernen, ist manchmal nicht so einfach. Und das hat mich dann doch mehr gestaucht, sage ich mal, als ich gedacht hätte. Und deswegen hat es einfach zu mir persönlich nicht so gepasst. Ich denke, da gibt es auch ganz verschiedene Meinungen. Andere sagen vielleicht, es ist toll, wenn man arbeiten kann und sich erstmal vielleicht körperlich oder sowas ein bisschen auspowern kann und dann eben noch lernen kann. Für mich persönlich war es allerdings nicht das Richtige. Und das habe ich relativ schnell auch gemerkt. Allerdings hat sich der Gedanke erst nach einer gewissen Zeit festgesetzt. Anfangs war das eher so ein bisschen zweifeln und dann wurde das eben immer gefestigter über die Zeit. Der Wunsch dann abzubrechen, genau. Meinst du damit? Und die Meinung darüber, ja, genau. Okay. Glaubst du denn, das ist hauptsächlich branchenspezifisch? Also du hast ja jetzt erzählt, du warst in der Fitness- bzw. Gesundheitsbranche und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Arbeitszeiten jetzt natürlich nicht die allerbesten waren oder die Azubi-freundlichsten. Du wusstest ja im Vorhinein schon, okay, du musst es nebenher ab oder du musst arbeiten und studieren in einem. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es auch irgendwo natürlich damit zusammenhängt, dass die Arbeitszeiten jetzt nicht unbedingt die regelmäßigsten waren.
Genau. Da muss ich auch ein Stück weit mir nicht die Schuld geben, aber ich hätte mich tatsächlich im Vorhinein besser informieren können und besser abwägen können, ob die Branche wirklich zu mir passt persönlich. Mhm. Ich habe zwar auch Informationen bekommen und sowas, dass ich mich da gut informieren soll und dass die Branche dafür bekannt ist, dass man keine regulären Arbeitszeiten hat. Aber ich wusste eben nicht, wie sich das in der Praxis anfühlt und wie das dann auch wirklich so ist, wenn man halt arbeiten muss, wenn zum Beispiel andere, weiß ich nicht, was essen gehen oder einfach Freizeit haben. Und ja, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr informieren sollen, aber es ist natürlich auch immer besser, wenn man das selbst ausprobiert, weil dann weiß man eben einfach, ob es zu einem passt oder nicht. Und auf jeden Fall. Genau. Es ist ja auch tatsächlich so, dass man, also dass alle, die ganz am Anfang ihrer Berufswahl stehen, eine Idee davon haben, wie etwas abläuft, aber wenn man das erste Mal wirklich drinsteckt, dann weiß man halt auch erst, was das mit einem macht. Und so war das ja auch so ein bisschen bei dir, wie du erzählt hast. Genau, ja. Man denkt, das ist gar kein Problem, am Wochenende zu arbeiten oder lange bis spät abends und zack, dann muss man das erste Mal machen und guckt in die Röhre. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber du hast ja auch viel daraus gelernt und deine Erfahrungen da gesammelt. Ist es dir eigentlich schwer gefallen, dein Studium abzubrechen, Leonie, oder war das für dich easy peasy direkt gesagt, ich möchte raus, oder war das ein Prozess? Wie war das bei dir? Ja, anfangs wollte ich mir das nicht so eingestehen tatsächlich. Ich habe dann immer gedacht, oh, jetzt stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Jetzt zieh diese 3,5 Jahre durch und danach hast du einen tollen Abschluss. So war das anfangs, aber irgendwann war ich dann auch von meinem Gemütszustand so schlecht gelaunt, aber so unterbewusst irgendwie, weil mich das dann doch belastet hat. Und ja, dann habe ich mal in mich gehorcht, an was das denn liegen könnte. Und dann bin ich nach der Zeit immer mehr zu dem Entschluss gekommen, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Und es ist ja auch eigentlich nichts Schlimmes, man muss es sich nur irgendwann eingestehen und dann etwas daran ändern. Ist aber ganz häufig, also um jetzt nochmal vielleicht aus der Erfahrung der Berufsberatung zu sprechen, einer der häufigsten Gründe, die wir so hören für die Ausbildungs- oder Studienabbrecher, dass einfach die Erwartungen oder die Vorstellungen von dem Beruf, den man da lernt, ein anderer war, als man später dann ja miterlebt hat im alltäglichen Berufsalltag. Also ich glaube, da ist die Leonie nicht die Einzigste, beziehungsweise bin mir da ganz sicher, dass es ganz viele da draußen gibt, die vielleicht die gleiche Problematik aktuell haben, die vielleicht jetzt auch eine Ausbildung angefangen haben und man merkt schon relativ früh, okay, das ist jetzt nicht so meins, entspricht einfach nicht meinen Erwartungen. Das zeigen auch so ein bisschen die Zahlen, wann die Jugendlichen dann anfangen, ihre Ausbildung oder ihr Studium abzubrechen. Tatsächlich sind ungefähr 60% im ersten Ausbildungsjahr an dem Punkt, wo sie sagen, das passt nicht. Das heißt, man merkt doch relativ früh, okay, das ist nicht der richtige Beruf, den ich für mich da gewählt habe. Und im zweiten Ausbildungsjahr sind es nur noch 25% zum Beispiel und im dritten dann nur noch 10%. Also man merkt, dass es im Laufe der Ausbildungszeit halt immer weniger wird. Also so, ja, ab dem Punkt, wo man sagt, ich habe es jetzt schon geschafft zur Hälfte oder noch mehr, dann ziehen sie es auch durch. Ja. Und wenn man am Anfang merkt, das ist nicht das Richtige, dann macht es ja auch durchaus Sinn, das so zu machen wie die Leonie, nämlich sich einfach einzugestehen, okay, ich habe jetzt hier einfach gerade falsch gelegen. Ja. Genau. Je früher man sich das eingesteht, desto mehr Chancen hat man auch später wieder Fuß zu fassen in einem anderen Beruf. Ja, Leonie, wie hast du das dann gemacht, dass du gemerkt hast, okay, das ist hier nicht die richtige Richtung. Mit wem hast du so darüber gesprochen oder wer waren so für dich ja auch wichtige Personen vielleicht? Ja, also vor allem aus familiären Kreisen habe ich viele Informationen mir rangeholt, dadurch, dass bei uns eigentlich, wir haben eine große Familie und dadurch, dass bei uns jeder eigene Berufe hat, also jeder macht eigentlich was anderes, habe ich mir da viele Informationen geholt und habe gefragt, wie das so ist mit den Arbeitszeiten, natürlich auch mit der Bezahlung, die Tätigkeiten. Und habe mich dann da informiert und natürlich auch selbstständig im Internet. Und ich muss sagen, ich war auf jeden Fall überwältigt von dem ganzen Angebot, was es da so gibt, wie viele verschiedene Ausbildungsberufe es in Deutschland gibt, die man erlernen kann. Und da war die Wahl dann auch relativ schwierig, einfach weil ich so viel toll fand auf einmal und am liebsten alles auf einmal gelernt hätte, aber das geht natürlich nicht. Musstest du dich dann erstmal irgendwann entscheiden, sozusagen. Genau. Ja, also so wie die Leonie es gemacht hat, ist auch kein schlechter Punkt oder ist genau richtig, nämlich verschiedene Leute mit einzubeziehen, die man einfach fragen kann, wenn man merkt, okay, ich möchte vielleicht jetzt mein Studium oder meine Ausbildung abbrechen.
Kai, was würdest du so den Leuten draußen, unseren Zuhörern empfehlen? Mit welchen Personen können sie sich vielleicht sonst noch in Kontakt setzen? Also ich denke, die Familie und die Bekannten sind natürlich erstmal die Nächsten, mit denen man darüber sprechen möchte und wo man auch am meisten Vertrauen zu hat. Ich glaube aber auch, dass gerade die Berufsschullehrer einerseits helfen können, was für andere Alternativen gibt es, weil die kennen einerseits auch noch alle angrenzenden Berufe, aber auch, sagen wir jetzt, nennen wir erstmal uns, würde ich sagen. Ja, bitte. Die Arbeitsagentur natürlich, da stehen wir auch mit Rat und Tat zur Seite und wir geben da auch gerne Infos zu raus. Wir haben sogar Eilfallberatungen für all diejenigen, die sie abbrechen, dass wir da relativ fix einen Berater zur Seite stellen, die dann auch Beratungstermine anbieten. Momentan leider telefonisch, aber vor Corona war das alles dann natürlich persönlich. Das würde ich auch noch nennen. Und natürlich die Sozialpädagogen oder andere Beratungsfachkräfte, die man so kennt bzw. an der Hand hat. Da hat die Schule aber auch ganz gute Ansprechpartner meistens. Ja. Was uns betrifft, die Berufsberatung, uns ist immer ganz wichtig, dass ihr zu uns kommt, bevor ihr die Ausbildung abgebrochen habt. Ja. Weil es natürlich auch teilweise Mittel und Wege gibt, um den Ausbildungsabbruch zu verhindern. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, mir gefällt der Betrieb nicht so gut, aber der Beruf an sich ist klasse, dann könnten wir zum Beispiel mit euch schauen, könnt ihr nicht einfach euren Ausbildungsbetrieb wechseln? Mhm. Und da ist es halt einfach sinnvoll, wenn ihr zu uns kommt, bevor ihr letztendlich die Ausbildung dann komplett abgebrochen habt. So ist es. Das wäre auf jeden Fall gut und wichtig. Leonie, jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, wenn du jetzt noch mal allen da draußen, die vielleicht an ihrer Berufswahl stehen und momentan noch ihren Beruf auswählen dürfen, was würdest du denen für einen Ratschlag geben? Was ist das Wichtigste in der Berufswahl? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, vorher, bevor ihr euch für irgendwas entscheidet, guckt, wie sind die Rahmenbedingungen, was macht diese Branche aus, was gibt es für Dinge, die ihr beachten müsst, wie ist die Bezahlung, wie sind die Aufstiegsmöglichkeiten nach eurem Studium oder nach der Ausbildung, und dementsprechend entscheidet ihr euch dann, passt es für mich, ja oder nein. Und das wirklich ausgiebig zu machen, ist, glaube ich, wichtig, weil, wie gesagt, das hat bei mir ein bisschen gehapert. Aber daraus lernt man und dann macht man es einfach beim nächsten Mal besser. Jetzt muss ich aber noch mal kurz zurück. Warum hast du dich eigentlich damals für die Fitnessbranche entschieden? Ich meine, du hattest dir ja wahrscheinlich vorher auch Gedanken gemacht. Was war das da? Tatsächlich, genau das wollte ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Ich habe mein Hobby quasi zu meinem Beruf gemacht. Da gibt es ja auch so ein schönes Sprichwort, dass man das eigentlich nicht unbedingt machen sollte. Ich habe halt gern Sport gemacht und ich mache nach wie vor gerne Sport, auch im Fitnessstudio. Und ich dachte, das ist ja praktisch, wenn ich da dann arbeite, dann kann ich danach einfach meine Trainingssession hinten dran hängen, sozusagen. Aber in der Realität ist es leider ein bisschen anders, weil wenn ihr nämlich in einem Bereich arbeitet, dann braucht ihr auch mal Zeit zum Abschalten. Ist jetzt egal, ob das die Fitnessbranche ist oder eine andere Branche. Aber wenn ihr euer Hobby zum Beruf macht, dann müsst ihr euch im Klaren sein, dass sich euer Leben quasi gefühlt nur noch um dieses eine Thema dreht. Und die 2 Stunden nach eurem Arbeitstag, wenn ihr die dann auch noch dort verbringt, dann ist es eben eine große Zeit, die ihr dort in diesen Räumlichkeiten oder in diesem Bereich verbringt. Und das muss euch klar sein. Vielleicht ist das für den einen oder anderen da draußen genau das Richtige. Aber ich finde, das sollte man vielleicht ein bisschen trennen auch. Hm. Genau. Okay, jetzt vielleicht genug über die Vergangenheit geredet und alles, was war. Jetzt wollen wir mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie soll es denn für dich weitergehen jetzt, Leonie? Was steht an bei dir? Ja, ich habe mich sehr informiert über einige Sachen, weil ich gerne Verwaltungstätigkeiten mache und auch Tätigkeiten im Büro. Und das habe ich gemerkt, weil das auch ein kleiner Bereich war von meinem Studium und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich jetzt bei Berufen für Kauffrau im Gesundheitswesen zum Beispiel beworben. Ist zwar auch die Gesundheitsbranche, aber eher in die kaufmännische Richtung. Und auch bei der Arbeitsagentur. Yay! Genau. Freuen wir uns. Ja, ich weiß nicht, ob es klappt. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Aber warten wir jetzt einfach mal ab. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ganz genau. Und da ist es uns auch einfach mal noch mal wichtig, an dem Punkt zu sagen, falls ihr eine Ausbildung oder ein Studium abbrechen müsst, es
ist manchmal so im Leben, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat, durchdenkt sie gut, ja. aber noch wichtiger, lernt halt auch einfach daraus. So wie es die Leonie halt auch jetzt gemacht hat, zu sagen, okay, das und das hat mir an meinem alten Beruf nicht gefallen, also werde ich tunlichst diese Punkte bei meinem neuen Beruf halt einfach vermeiden. Weil nochmal ein Ausbildungsabbruch oder ein Studienabbruch, das sollte dann wirklich nicht passieren. Das wäre super ungünstig. Und deswegen solltet ihr halt auf jeden Fall eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, in die neue Berufswahl mit einbeziehen. Weil ihr seid ja jetzt auch schlauer aus der Situation rausgegangen, im besten Fall. Von daher verwertet diese Infos und ja, überlegt euch gut, was soll jetzt bei der neuen Berufswahl anders sein. Ich denke mal, ein Freischuss hat jeder. Und danach sollte es halt passen. Ihr solltet jetzt nicht 10 Ausbildungsabbrüche in eurem Lebenslauf stehen haben. Aber wenn ihr das gut begründen könnt, und das kann die Leonie ja auch, dann ist es überhaupt kein Drama oder Problem, dass man auch mal eine Ausbildung abbricht. Frühzeitig bei uns melden, am besten noch bevor ihr die Ausbildung abgebrochen habt. Ja, unbedingt. Und dann geht's bergauf. Ja, so soll es sein. Von daher würden wir sagen, wir hoffen, wir konnten euch heute wieder ein paar Anregungen mit auf den Weg geben und vielleicht auch den ein oder anderen ein bisschen von der Last befreien, falls er jetzt gerade merkt, Mist, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Ihr steht nicht alleine da, kommt zu uns und wir besprechen das ganz in Ruhe. Wir möchten uns jetzt noch zum Schluss bei unserem Gast, der Leonie, bedanken, dass sie so sich bereit erklärt hat, heute unserem Podcast dabei zu sein. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht, würde ich wieder machen. Sehr gut, vielleicht finden wir nochmal ein Thema irgendwann, über was wir quatschen können. Und ja, ich würde sagen an die Zuhörer, wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn die neue Folge rauskommt. Und dann verabschieden wir uns jetzt. Genau, ja. Bis dahin. Freuen uns auf euch. Macht's gut, genießt die Ausbildung hoffentlich. Und ja, man hört sich, ne? Ja, bis dann. Ciao. Ciao.